beinahe das letzte Thema in diesem Schuljahr. Aber es ist auf jeden Fall das letzte große Thema. Kapitel 6 ist definitiv deutlich kleiner. Raumgeometrie. Ja, wir kennen das Ganze jetzt. Ebene Geometrie im 2D, also zweidimensional. Das heißt, wir hatten Dreiecke, Vierecke, Fünfecke. Das war alles locker zum Zeichnen. Bei der Raumgeometrie ist der Übergang von 2D in 3D vorhanden. Das heißt, ich habe nicht mehr nur ein Fünfeck, wie es jetzt hier am Boden dargestellt ist, sondern ich gehe in die Höhe und dadurch entsteht eine dritte Dimension, deswegen auch 3D. Bei einem Prisma, das wird das erste sein, was wir uns in dem Kapitel befassen werden, haben wir eine Grundseite oder eine Grundfläche, zum Beispiel hier ein Dreieck, hier ein, Fünfeck und hier ein Sechseck. Und von diesen Ecken geht jeweils eine Höhe senkrecht hoch und oben entsteht nochmal genau das gleiche Eck, eine kongruente Fläche, könnte man sagen. Also Boden und Deckel sind quasi kongruent, also deckungsgleich. Das nennt man ein Prisma, diese besondere Eigenschaft. Eine Pyramide unterscheidet sich vom Prisma. Das sieht man auch eindeutig. Hier gibt es nämlich keinen kongruenten Deckel mehr. Man geht quasi von der Grundfläche, das kann zwar auch ein Dreieck, ein Vierecken, Fünfecken, Sechseck sein, aber da geht man eben nicht mehr senkrecht hoch, sondern man geht zu einem bestimmten Punkt hoch. Es kann zwar dadurch passieren, dass man bezüglich eines Punktes senkrecht hochgeht, aber eben nicht mehr von allen Punkten. Und so entsteht eine Spitze und nicht mehr ein Deckel. Dann werden wir uns mit dem Zylinder befassen. Moment mal, wird jetzt der eine oder andere sagen, das ist doch auch ein Prisma. Ja, stimmt ein wenig. Anstatt dass ich jetzt aber eine eckige Grundfläche habe, habe ich hier eine Kreisgrundfläche. Also ich zeichne einen Kreis, gehe senkrecht hoch und zeichne oben denselben Kreis nochmal. Das nennt man dann einen Zylinder. Der Kegel ist ja dann sowas ähnliches eher wie eine Pyramide. Man hat aber keine eckige Grundfläche mehr, sondern eine kreisrunde Grundfläche und geht wieder zu einer bestimmten Spitze von allen Seiten aus hoch. Und das Letzte, was wir uns befassen werden, das ist die Kugel. Bei allen drei Themen können wir uns immer befassen mit Volumen, mit Mantelfläche und mit Oberfläche. Fangen wir mal mit der Oberfläche an. Oberfläche ist quasi alles, was man hier bekleben müsste. Also wenn ich jetzt dieses Prisma hier komplett mit Papier bekleben möchte, dann ist alles, was ich an Papier brauche, wenn ich es exakt ohne Überschneidungen klebe, das ist dann meine Oberfläche. Wenn ich die beiden Deckel wegnehme, also quasi nur das Außen herum, das nennt man dann die Mantelfläche. Und das Volumen, das ist hoffentlich auch klar, das ist der Rauminhalt, also quasi wie viel Liter ich da reinfüllen könnte. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass Kubik, Dezimeter und Liter ja einen direkten Zusammenhang haben. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal gehen wir an das Prisma ran. Wir haben ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck, das wir jetzt zeichnen wollen. Zwei Seiten sind gleich lang und die Höhe ist mit 4 cm gegeben. BC ist Schrägbildachse. Das war ja für uns immer das Signal, BC zuerst zu zeichnen. Jetzt müsste man dann A nach oben zeichnen. Ich will das aber in dem Fall nicht. Ich will euch ja in dem Fall auch nur zeigen, dass man es mal nach unten zeichnen kann. Normalerweise zeichnen wir das auch nach oben, aber hier machen wir es mal nach unten. Und dann muss ich die beiden Punkte B und C vertauschen. Warum? Wenn der Punkt A hier unten liegt, dann muss es ja auch noch richtig benannt werden. A, B, C. Gegen den Uhrzeigersinn benannt. Ist C auf dieser Seite, würde es A, C, B heißen. Heißt, wenn ich den Punkt A hier unten zeichnen möchte, dann muss auf jeden Fall C an dieser Stelle und B an dieser Stelle liegen. Jetzt weiß ich ja, dass AC und BC gleich lang sind, also muss hier der 90-Grad-Winkel sein. Denn bei den beiden Seiten, gleich langen Seiten, muss der größte Winkel hier liegen. Denn die anderen beiden Winkel sind ja dann nur 45 Grad und damit muss der 90-Grad-Winkel hier liegen. Okay, so wird er normalerweise ausschauen, aber durch die Schrägbildachse muss ich den anders darstellen. In dem Fall eben 45 Grad, weil mein Omega 45 Grad ist. Dann zeichne ich die Strecke AC. Das sind in dem Fall keine 5 cm mehr, sondern 2,5 cm, denn ich verkürze ja um 0,5, also muss ich die 5 cm mal 0,5 rechnen. Und jetzt ist es leicht, jetzt geht das Ganze nur noch von allen drei Punkten senkrecht nach oben und oben entsteht quasi dieser kongruente Deckel, der kongruente Fläche zur Grundfläche. Diese Zeichnung eigentlich einigermaßen einfach und die Frage nach dem Volumen ist eigentlich auch relativ einfach. Ich nehme die Grundfläche ABC, den Flächeninhalt, rechne mal die Höhe und schon komme ich auf mein Volumen. Die Frage, die sich jetzt dabei stellt, was ist mit der Mantelfläche? Mantelfläche, können wir uns nochmal daran erinnern, ist quasi das alles, was außenrum ist. Ich habe das jetzt hier mal einzeichnet, also CFEB, das ist die erste Mantelfläche. Das waren quasi 5 cm und 4 cm hoch. Dann, wenn man die Seite A hier nach links klappt,
dann kommt da nochmal 5 cm und 4 cm. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen. Es ist ja verzerrt dargestellt, aber im Original ist die Strecke ja 5 cm und es geht wieder 4 cm hoch. Das wären also quasi die beiden Deckel und jetzt fehlt quasi nur noch der Deckel hier dran. Diese Seite kann ich mit dem Pythagoras berechnen, das sind 7,07 cm gerundet und dadurch entsteht ein A'. Ich konnte nicht schon wieder A schreiben, aber ist klar, wenn ich diesen Deckel hier nach rechts klappe, kommt wieder der Punkt A hier hin und wenn ich den Punkt D nach rechts klappe, kommt wieder der Punkt D hier hin. So, und das ist jetzt quasi meine Mantelfläche. Ja? Das heißt einmal außenrum und die Mantelfläche ist nichts anderes als U mal H. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn U in dem Fall? Also H ist noch klar, hier ist ein Rechteck am Start und diese Seite hier ist die Höhe H. Ja, das ist bei allen CF, BE und AD, das ist hier immer die Höhe. Und was ist das hier unten? AC, BC, BA. Das heißt, das sind alle meine Seiten hier in dieser Grundfläche. Ich hätte natürlich auch alle Seiten einfach zusammenzählen können, aber weil wir eben schon wissen, dass das ja ein allgemeiner Umfang ist, kann ich das auch in eine einfachere Formel bringen. Eben alle Seiten der Grundfläche zusammenaddiert mal die Höhe ergibt meine Mantelfläche. So, und wenn ich jetzt noch hier meine beiden Dreiecke hinzeichne, also in dem Fall gehe ich ja wieder senkrecht nach unten, weil ich das ja im Zweidimensionalen zeichne, Mantelfläche ist ja zweidimensional, also habe ich hier meine 5 cm, hier meinen rechten Winkel und das Ganze dann nach oben genauso, dann erhalte ich nochmal zwei Dreiecke und das ist die normale Grundfläche AG. Wenn ich jetzt also meine Oberfläche haben möchte, alle diese Flächen, die auftauchen bei diesem Prisma, dann muss ich alle diese Seiten zusammenzählen. Also zweimal die Grundfläche plus die Mantelfläche. Ja, und das war's schon. Es war nochmal kurz zusammengefasst. Volumen ist quasi die Grundfläche mal die Höhe. Das gibt ein dreidimensionales. Mantelfläche ist das, was man hier gelb sieht. Alles das, was außen rum sind. Also in dem Fall drei Flächen. Haben wir vier Ecken, haben wir fünf Ecken, wären es mehr Flächen. Und die Oberfläche, weil da kommt dann noch quasi Deckel und Boden dazu. Und das ist dann die Formel. Und damit können wir einige Berechnungen anstellen. Für die Zeichnung in euer Heft. Bitte nochmal zurückspulen mit den Angaben, diese Zeichnung hier machen. Dann hier das abschreiben und auf eine zweite Seite bitte diese Mantelfläche auch mit den richtigen Größen 5 cm, 5 cm, 7,07 cm und 4 cm hoch. Problem dabei ist, es passt nicht ganz in euer Heft rein. Ihr müsst also eine komplette Querseite nehmen, um diese Mantelfläche zu zeichnen. Aber ich möchte, dass es ihr in euer Heft zeichnet. Also das Ganze bitte auf zwei Seiten.